genau. Eins, weshalb, also wir hatten gestern mit dem SWR oder vorgestern hatte ich mit dem SWR ein Interview und die haben mich gefragt, warum? Warum macht ihr das? Ja? Und dann haben wir gesagt, weil wir zeigen möchten, dass eben ein schweres Thema wie Geschichte und ein schweres Thema wie wir kümmert euch nicht genug um eure behinderten Menschen, dass es auf eine sehr positive und sehr freundliche Weise thematisiert werden kann und dass wir deshalb hier diese Möglichkeit nutzen. Und wir freuen uns sehr. Georg Pick, Vorsitzender vom Museums- und Geschichtsverein in Diez, genau, wird uns jetzt in leichter Sprache etwas erzählen über Diez und Diezer Geschichten. Und die Elke Busch freuen wir uns auch besonders. Die wird Menschen, sofern da jetzt auch nochmal konkretes Interesse besteht, diese Informationen in der Gebärdensprache zur Verfügung stellen. Also vielen Dank erstmal für euch beide. Wir wissen, ihr habt auch viel zu tun, dass ihr euch das, dass ihr heute hier an unserer Seite seid und wir freuen uns. Vielen Dank, Rebecca. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, wir haben uns gefragt, Geschichte, wie vermitteln wir die bei so einer Veranstaltung auf dem Marktplatz? Schön, dass ihr, dass Sie alle da seid. Ich würde gern als erstes nochmal, wurde schon vorgestellt, Elke Busch. Das zeigt nämlich, wie unser Verein arbeitet. Wir haben nämlich ganz viele verschiedene Kompetenzen und eine dazu gehört, dass jemand sich in seiner Freizeit mit Gebärdensprache beschäftigt. Und jetzt stellt Elke sich dann selber einmal vor. Ja, hallo. Danke, Elke. Ja, ich bin Georg Pick, Vorsitzender des Museums- und Geschichtsvereins für Diez und Umgebung und möchte euch ein Stück weit die besondere Geschichte unserer schönen Stadt näher bringen. Als ich vor 8 Jahren nach Diez gezogen bin, habe ich mich gefragt, wieso unsere Stadt eigentlich aussieht, wie sie aussieht. Für mich ist das sehr spannend. Wenn ich durch die Straßen gehe, ich sehe etwas. Für mich erzählt die Stadt ihre Geschichten. Und wenn man der Sache auf den Grund geht, kann man damit die Geschichte lernen zu lesen. Hier in Diez bin ich selbst auf ein ganz neues Stück der Stadtgeschichte gestoßen und die hat genau mit dem Platz zu tun, auf dem wir hier heute sind, nämlich mit dem Marktplatz. Es muss nicht immer die Burg oder ein Schloss sein, die die Geschichte einer Stadt erzählt, sondern es kann auch einfach ein Platz sein wie dieser. Wie sehen die Häuser hier an diesem Platz aus? Es gibt höhere, es gibt niedrigere aus verschiedensten Epochen. Aber das Entscheidende ist, es ist ein großes Rechteck. Am Ende der Marktstraße, wenn wir einmal dort raufschauen, sehen wir dann unterhalb des Schlosses Fachwerkhäuser in der Altstadt. Wer nachher ein bisschen durch die Stadt geht, wird merken, dort sehen die Straßen ganz anders aus wie hier. Mit weniger Platz und kleineren Häusern. Hier auf diesem Platz wissen wir auch immer, wie spät es ist, denn wir haben unser Schloss direkt im Blick. Zu Füßen des Burgbergs befindet sich der Marktplatz. Unser Schloss ist 950 Jahre alt und heute eine Jugendherberge. Aber wisst ihr, was früher in den Räumen war, in dem Schloss? Wo heute die Kinder und die Jugendlichen schlafen, da war vor 300 Jahren ein Gefängnis. Und das noch bis zum Anfang dieses Jahrhunderts. Jetzt ist das natürlich nicht normal, dass man aus einer Burg oder einem Schloss ein Gefängnis macht. Und das liegt ein bisschen daran, dass hier in Diez immer Frauen regiert haben. Unsere Fürstinnen kamen aus den Niederlanden. Wenn ihr Mann gestorben ist, dann mussten die hierher nach Diez und hier die letzten Jahre ihres Lebens verbringen. Ich sage bewusst musste, das fanden die nicht ganz so toll. Die waren Besseres gewohnt. Und dann lebten sie dort in dem alten Schloss, in dem Grafenschloss auf dem Berg. Das war für sie nicht kommod, also haben sie sich ein neues Schloss gebaut. Schloss Oranienstein vor den Toren der Stadt. Das war vor 350 Jahren. Albertine Agnes hieß die Dame, die dafür die Idee hatte. Und heute kann man das Schloss genauso wie das Museum im Grafenschloss besichtigen. Ihre Nachfolgerin, das war die Schwiegertochter, die kam auch nach Diez und die hatte einen richtig großen Traum. Sie wünschte sich nämlich eine aufstrebende Stadt mit vielen Menschen und dafür hat sie sich einen Plan gemacht und als allererstes mal lange gerade Straßen gezogen und einen großen Marktplatz in die Mitte gesetzt. Das sind die Straßen, die wir heute haben mit der Rosenstraße, der Wilhelmstraße und hinter uns die Schulstraße. Ein Markt hatte früher natürlich eine ganz andere Bedeutung als heute. Heute ist es ein Platz zum Feiern, zum Zusammenkommen und damals war es der Platz für den Handel und darum ging es.
denn man wünschte sich Geld in der Kasse. Denn von irgendwas musste Schloss Oranienstein ja schließlich auch bezahlt werden. Damit dieser Traum einer wohlhabenden Stadt wahr wird, hat sie richtig Werbung gemacht. Ihre Aufrufe wurden sogar sonntags von den Kanzeln in den Kirchen gepredigt und vorgelesen. Sie sagte den Leuten, ich schenke euch das Baugrundstück, das Baumaterial. Ihr müsst 20 Jahre keine Steuern zahlen, außer auf Wein und Bier. Das Geld wollte sie dann doch haben. Und dann hat sie gemerkt, na, so ganz hat es immer noch nicht funktioniert. Und, das war das Besondere hier in Dietz, dann sagte sie, ihr dürft auch einen anderen Glauben haben, wenn ihr nach Dietz kommt. Ihr dürft Lutheraner sein und ihr dürft euch eine eigene Kirche bauen. Und noch heute haben wir die jetzige Herz-Jesu-Kirche, ist die Kirche, die damals die Lutheraner für sich erbauen durften. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, war diese Idee wirklich so erfolgreich damals? Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich ist die Stadt so entstanden, wie sie sich das damals gedacht hat. Dass zwischen dieser Kirche und dem Grafenschloss überhaupt eine neue Stadt entstehen konnte, dafür war es nötig, dass man erst einmal die Ahr umlegt. Die floss nämlich genau dort, wo die Rosenstraße jetzt ist, vor der Altstadt entlang. Man hat einen neuen Kanal gebaut, den wir dort sehen, an der Ahr, mit einer Brücke darüber. Doch dieser Ahrkanal, der hat noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar gab es sozusagen einen Kollegen unserer Fürstin, Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Und der hatte eine Riesenidee. Und da bin ich bei meiner Arbeit drauf gestoßen. Er wollte nämlich einen Kanal bauen, der durch ganz Hessen geflossen wäre. Von Bad Karlshafen im Norden bis hier runter nach Dietz, um die Weser mit dem Rhein zu verbinden. Das heißt, Dietz wäre direkt an einer riesigen Schifffahrtsstraße gelegen gewesen. Über 300 Kilometer lang. Und damit das Ganze auch sicherlich klappt und man dachte in Generationen, haben unsere Fürstin und der Landgraf Karl erst einmal ihre Kinder miteinander verheiratet, in der Hoffnung, dass das Ganze dann auch umgesetzt wird. Und dann wäre dieser Traum wahr geworden, dann wäre dieser Marktplatz das Handelszentrum geworden von diesem Riesenprojekt. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellen wollt, wie groß dieses Projekt eigentlich gedacht war, dann schaut einmal hoch, nochmal Richtung der Kirche, über die Brücke hinweg. Das hier ist nämlich nur die Hälfte des Marktplatzes. Die Brücke markiert genau den Mittelpunkt und diese gesamte Fläche hat sich unsere Fürstin dann für den Handel vorgestellt. Ich habe mich gefragt, wie muss das für die Leute gewesen sein, vor 300, 350 Jahren so einen Platz zu haben. Und das Tolle ist, wir können das in Dietz ganz einfach erleben. Wer möchte, wir haben ja noch eine Außenstation am Haus Eberhard. Wenn man einmal in die Altstadt geht und sich auf den alten Markt, das ist dieser große Sandsteinbrunnen, wenn man sich da drauf stellt und einfach mal um die eigene Achse dreht, dann weiß man ganz genau, wie die Menschen im Mittelalter ihre Stadt wahrgenommen haben. Und keine 30 Jahre später waren genau diese Leute auf der Brücke hier über dem Ahrkanal. Und dann könnt ihr euch noch einmal um die eigene Achse drehen und schauen, was dann aus dieser Stadt geworden ist. Das war mein kleiner Streifzug durch die Stadtgeschichte von Dietz und ich möchte euch herzlich einladen, einfach mal durch die Stadt zu gehen und sich zu fragen, warum ist das so? Denn es ist immer eine Geschichte dahinter und danke für die Aufmerksamkeit.